Am Samstag, den 4.7. um 20 Uhr war es dann soweit. Das Pokalfinale konnte endlich gespielt werden. Der FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen. Um diese Trophäe geht es und Leverkusen ist trotz einer durchaus akzeptablen Form momentan in der klaren Außenseiterrolle. Die Bayern quasi unbesiegbar. Es muss ein fantastischer Tag für Leverkusen werden und ein schlechter der Bayern, damit hier etwas möglich ist, so Kapitän Bender etwas abgewandelt. Fünfte Minute aber dann, der erste Abschluss kam von den Bayern, die hier von Minute 1 das Zepter in die Hand nahmen und gar keine Fragen aufkommen lassen wollte. Leverkusen in den roten Trikots, dann etwas mehr als 10 Minuten gespielt, auch nach vorne mal gefährlich, kleiner Fehler im Aufbau und dann ist es eine Riesenchance von Diaby, der aber aus zu spitzem Winkel abschließt, sodass Manuel Neuer im kurzen Eck da ist. Boateng klärt dann per Kopf. Viertelstunde gespielt, es war bislang ein offener Schlagabtausch. Gnabry mit der Flanke, Jonathan Tah und Bender klären es schlecht. Abschluss von Coman. Doch Sven Bender stellt sich rein, abgefälschter Schuss. Der Ball hätte vermutlich gar nicht den Weg ins Tor gefunden. Dann ist es die Hand, aber angelegt von Bender. Der Ball geht über die Latte. Über eine halbe Stunde schon gespielt. Leverkusen mal mit einer Schwächephase, denn sie lassen sich auskontern. Unter Peter Bosch nicht das erste Mal. Zurückgelegt zu Thomas Müller. Und da ist das 1:0. 34. Spielminute, das 1:0 für die Bayern. Durchaus verdient. Weiser kommt einen Schritt zu spät und Radetzky ist die Sicht verdeckt, sodass Thomas Müller zur Führung treffen kann. Aber Leverkusen spielte weiter mutig nach vorne. Bailey auf der rechten Seite bringt die Flanke. Volland mit dem Kopf zu Arangis. Der leitet weiter auf den zweiten Pfosten und der Ball ist im Tor. Diaby wieder spitzer Winkel, diesmal aber mit Erfolg. Neuer ist noch da. Sieht unglücklich aus, wischt sich den Ball an den eigenen Pfosten. Aber es stand fest. 1:1, doch noch nicht Halbzeit. Dann dieser Fehler von Bender. Darf man sich nicht erlauben, vor allem nicht gegen Robert Lewandowski. Aber Radetzky gleicht es wieder aus für seinen Kapitän. Bender darf sich da nie im Leben den Ball so abluchsen lassen, aber der Finne hält den Ball. Nach 45 Minuten stand es 1:1, eine tolle Partie, in der die Bayern etwas besser waren, aber Leverkusen nahezu auf Augenhöhe agierte. Der zweite Durchgang brauchte ein wenig, um ins Rollen zu kommen. Müller auf Lewandowski, der wird dann von Bender gefoult. Eine richtige Entscheidung. Weil Lewandowski nicht fällt, sah es im ersten Augenblick ein wenig komisch aus. Aber die Entscheidung steht und war korrekt. 23 Meter Torentfernung. Robert Lewandowski. 62. Minute. Der FCB zum zweiten Mal im DFB-Pokalfinale in Führung. Und was für ein fantastischer Treffer. Da kann Radetzky nichts machen. Der ist nahezu perfekt platziert. Die Mauer springt sogar hoch und trotzdem haben sie nicht mal ansatzweise eine Chance, an diesen Ball ranzukommen. Und Leverkusen hatte den nächsten Rückstand zu verkraften. Doch sie machten es wiederum sehr gut. Kevin Volland legt zu Schalz. Arangis, der tritt einmal auf den Ball, zu Kai Havertz gespielt. Etwas zu zentral dieser Schuss. Neuer geht dann auf Nummer sicher, versucht ihn nicht zu fangen, diesen wuchtigen Rechtsschuss von Kai Havertz, sondern klärt zur Ecke. Und Leverkusen hatte am Ende nochmal eine richtig gute Phase. Die Möglichkeit zum 2:2, sie wurde von den Bayern aber auch geboten. Leverkusen läuft hoch an, dem hierbei mit der Balleroberung. Volland fackelt nicht lange. Manuel Neuer mit der nächsten Tat.
Aber den Leverkusenern lief die Zeit davon, nur noch knappe 10 Minuten auf der Uhr. Sie mussten sich ranhalten. Der anschließende Eckstoß. Und jetzt halten sie sich fest. Dem hierbei verlängert. Am zweiten Pfosten dann Bailey, der es machen muss. Sah erstmal unspektakulär aus. Perfekte Variante. Tah verlängert am ersten Pfosten. Am zweiten dann Bailey völlig frei. Aber er setzt den Ball ans Aluminium und dann nochmal Sven Bender, der darauf nicht gefasst war und den Ball aufs Dach setzt. Und so trudelte die Zeit aus. Glück für die Bayern. Das 2:2 hätte fallen können, fallen müssen, aber es fiel nicht mehr. Die Bayern sichern sich in einem spannenden, am Ende gar dramatischen Finale den Pokalsieg. Das Double steht fest. Meisterschaft und DFB-Pokal. Jetzt muss es im August in der Champions League nur noch vergoldet werden. Dann würde das nächste Triple seit 2013 in München Einzug erhalten.